Mein Name ist Falko Grube, ich bin 47 Jahre alt, echtes Magdeburger Kind und trete für die SPD im Wahlkreis 5 an. Das sind die Stadtteile Altstadt und Alte Neustadt. Und ich bin seit 2014 im Stadtrat, das heißt, ich bewerbe mich um die dritte Runde. Die SPD steht für ein soziales, für ein bezahlbares und für ein sicheres Magdeburg. Soziales Magdeburg heißt für uns bezahlbare Mieten, heißt für uns stabile Kita-Beiträge. Wir wollen also nicht, dass die Kita-Beiträge für die Eltern steigen. Soziales Magdeburg heißt für uns kostenfreies Schülerticket. Im Moment zahlen die Schülerinnen und Schüler noch 9 Euro. Das wollen wir auf eine komplette Kostenfreiheit umstellen. Und Soziales Magdeburg heißt für uns ein Sanierungsprogramm für alle sozialen Einrichtungen. Wir sind bei Schulen und Kitas schon sehr weit gekommen, aber es gibt noch andere soziale Einrichtungen und die müssen auch saniert werden. Bezahlbares Magdeburg heißt, bezahlbare Mieten hatte ich schon, Kita-Beiträge hatte ich auch, heißt aber auch bezahlbare Energie und einen bezahlbaren ÖPNV. Ja, wir brauchen einen guten ÖPNV, aber die Preise können auch nicht ins Unermessliche steigen. Und beim Thema sicheres Magdeburg, haben wir 4 Punkte. Einmal eine Stadtwache, also Zusammenarbeit zwischen Ordnungsamt und Polizei, 24 Stunden hätten wir das gerne. Das Verbrechen schläft nachts nicht, sollte die Stadtwache an der Stelle auch nicht. Heißt für uns auch sichere Schulwege. Wir haben es im Stadtrat beschlossen und werden sehr darauf achten, dass umgesetzt wird, nämlich ein Schulwegsicherungskonzept. Wir wollen guten Hochwasserschutz und eine ordentlich ausgebaute Polizei und etwas, was man mit dem Thema Sicherheit sonst nicht verbindet, aber für viele Bürgerinnen und Bürger in der Stadt sehr wichtig ist. Wir wollen einen ordentlichen Lärmschutz an der Tangente. Da gibt es noch zu viele Lücken. Wir wollen natürlich immer mit möglichst vielen Mandaten im Stadtrat vertreten sein. Die Zahlen nehmen wir nicht, da bin ich abergläubisch. Ganz klar werden wir nicht mit der AfD zusammenarbeiten, haben wir in der Vergangenheit nicht, werden wir auch in Zukunft nicht. Die AfD ist gerichtsfest erwiesen, eine rechtsextreme Partei. Mit solchen Leuten kann man die Zukunft der Stadt nicht gestalten sollte man auch nicht. Da wird es für uns eine klare Absage geben, da gibt es auch kein Wackeln. Also zunächst sehen wir Inter als große Chance. Also ich kenne das selber noch als Jugendlicher. Ich bin Wendekind, 12 Jahre gewesen zur Wende. Ich kenne die ganzen Debatten und Diskussionen aus der Familie, wer wie arbeitslos geworden ist, wer hat seinen Job erhalten, wer hat irgendwie einen Absprung geschafft oder einen Quereinstieg in was anderes. Und da ist Intel einfach eine bombastische Chance für Magdeburg. Ich habe mal woanders gesagt, das ist unsere Mondlandung. Wir haben jahrzehntelang gehört, wir werden abgehängt, wir schrumpfen und das werden wir nicht mehr. Also alle, die heute geboren werden, auch alle Enkelkinder, die heute leben, die wissen, wenn sie aus Magdeburg in die Welt ziehen wollen, können sie das machen, aber sie müssen es nicht, weil es keine Arbeitsplätze gibt. Das wird sich mit Intel ändern. Wir werden weiter alles dafür tun, dass Intel kommt. Alles dafür tun heißt aber nicht, dass alles andere auf der Strecke bleibt. Wir werden das Thema Wasser und Verkehr und Energie lösen müssen, und zwar so lösen müssen, dass es für alle in der Stadt reicht, dass alle in der Stadt was von haben, und dann wird Intel, die Ansiedlung von Intel, mit Sicherheit ein großer Erfolg, und ich bin ziemlich überzeugt, dass das klappt. Das ist eine sehr gute Frage, aber eigentlich auch eine, in der viel Mutmachendes drin steckt. Wir haben jetzt als Stadtrat erlebt und auch alle anderen in der Wirtschaft, was so geht, auch in der Stadtverwaltung, wenn man wirklich will. Also wenn Intel anklopft, geht alles ziemlich schnell. Und wir als SPD haben den Anspruch und wollen auch alles dafür tun, dass es für alle schnell geht. Es kann nicht zwei Geschwindigkeiten geben, eine für Intel im Turbo und eine für die anderen im Schneckengang. Und das betrifft sowohl das Thema Genehmigung, betrifft aber auch das Thema Fachkräfte. Da ist die Stadt sehr dabei, Intel zu unterstützen, ihre Fachkräfte zu kriegen. Und wir finden, das muss sie auch für die anderen Unternehmen machen. Fachkräftemangel wird ein Thema sein, nicht nur in den nächsten 10 Jahren, sondern auch darüber hinaus. Und auch da müssen wir die heimische Wirtschaft unterstützen. Die waren bisher der Treiber dessen, was wir in Magdeburg erreicht haben, für den Wohlstand, den wir heute haben. Die dürfen wir nicht hinten runterfallen lassen, weil Intel kommt. Und da stehen wir mit ganzer Kraft für ein. Also wir haben beim Thema dritte Elbquerung eine sehr praxisnahe Haltung. Wir sagen als erstes, die Trasse, die da bisher im Süden vorgesehen ist, die wollen wir frei halten. Wir wissen heute nicht, ob wir morgen dort eine dritte Elbquerung brauchen. Wenn wir es heute zubauen, können wir sie morgen aber nicht bauen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir wollen eine ordentliche Verkehrsuntersuchung machen. Das Ziel einer dritten Elbquerung muss ja eine Verkehrsentlastung sein. Da reden wir jetzt gerade vom Autoverkehr. Es muss eine Verkehrsentlastung sein.
Und deswegen wollen wir eine ordentliche Verkehrsuntersuchung, nicht nur für die ostelbischen Gebiete, sondern auch für die westelbischen Gebiete. Da kommt sowieso eine erhöhte Verkehrsbelastung durch das RAW-Gelände und durch Fahrberg-List. Und auf der Basis können wir tatsächlich entscheiden, ist es sachgerecht, dort, wo das bisher geplant ist, eine dritte Elbquerung zu machen. Und das Dritte ist, wir haben noch ganz viele andere Verkehrsprojekte. Wir müssen die Tangente mit den Brücken ertüchtigen. Wir haben was an den Leitplanken zu tun. Wir haben noch ganz viele andere Verkehrsprojekte. Die Südschiene habe ich gerade schon genannt. Also die Straße, Schönebecker Straße bis nach Westerhüsen, barrierefreie Haltestellen, Straßenbelag und Radwege. Und deswegen ist unsere Position zur dritten Elbquerung, dass das für die nächsten 5 Jahre erstmal nicht unsere höchste Priorität hat. Also beim Thema Sicherheit haben wir 4 Sachen. Einmal, wir wollen eine 24-Stunden-Stadtwache. Stadtwache ist die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Ordnungsamt. Das klappt bisher da, wo es stattfindet, ziemlich gut. Haben wir sehr gute Rückmeldungen, das wollen wir ausbauen. Das Verbrechen schläft nachts nicht, das sollte auch die Stadtwache nicht tun. Und deswegen ist das der erste Punkt beim Thema Sicherheit. Das zweite ist Sicherheit im Straßenverkehr. Und da nehme ich jetzt mal die Kleinsten unter uns, nämlich die Schülerinnen und Schüler. Wir wollen ganz konsequent das Schulwegsicherheitskonzept, was der Stadtrat erst vor kurzem beschlossen hat, auch umsetzen. Das wird jetzt erarbeitet. Wir werden mit Argusaugen drauf gucken, dass das auch kommt und dass es dann auch reale Verbesserungen gibt. Und dann müssen wir die gut ausstatten, die für die Sicherheit zuständig sind. Das ist das Ordnungsamt, das habe ich gerade schon erwähnt. Das sind aber auch die Feuerwehren. Wir brauchen eine gut ausgestattete, funktionierende Feuerwehr, Berufsfeuerwehr, unfreiwillige Feuerwehr, weil die nicht nur im Brandfall, sondern auch im Hochwasserschutz für uns als Magdeburgerinnen und Magdeburg da sind. Last but not least, Lärmschutz. Schutz ist also nicht nur etwas, was man täglich bei Leib und Leben im Straßenverkehr, beim Überfahrenwerden oder bei einem Überfall erlebt, sondern auch in der täglichen Belastung. Die Menschen, die zum Beispiel oben in Nord am Kannenstieg wohnen, aber auch sonst entlang der Tangente, werden ein Lied davon singen können. Da gibt es eine große Lärmbelastung, da gibt es eine große Staubbelastung und da wollen wir was tun. Wir brauchen also einen ziemlich lückenlosen Lärmschutz in Magdeburg. Da müssen wir gucken, wo fängt man an, wo sind die Belastungen am größten. Da müssen wir anfangen und da wollen wir anfangen. Das sind unsere Punkte für die Sicherheit. Es gibt noch ein paar mehr, aber das sind die Hauptpunkte. Also wir brauchen einen gut ausgebauten ÖPNV. Den haben wir in vielen Teilen der Stadt, den haben wir nicht in allen Teilen der Stadt. Das heißt, da wo man heute noch sehr viel Zeit braucht, um überhaupt zu einer Haltestelle zu kommen, müssen wir gucken, wie bringen wir da ÖPNV hin. Und wir brauchen ein ordentliches Radverkehrsnetz. In Magdeburg ist es totale Glückssache, je nach A, wo ich bin und B, wo ich hin will, ob man einen sicheren Fahrradweg hat. Und Sicherheit mache ich jetzt nicht mal unbedingt an uns als Erwachsenen fest, sondern an den Kindern. Also würde ich meinem Kind oder meinem Enkelkind sagen, fahre von da, wo wir sind, nach da, wo du hin willst, mit dem Fahrrad. Und wenn die Antwort nein ist, und wie gesagt, in Magdeburg ist das wirklich eine Glückssache, müssen wir das machen. Und das müssen wir an vielen Stellen der Stadt machen. Es gibt sehr gute, ausgebaute Radwege, es gibt aber zum Teil Stadtteile mit gar keinen. Und da müssen wir ran. Das ist im Übrigen auch für alle, die wirklich aufs Auto angewiesen sind, enorm wichtig. Weil jeder, der nicht im Auto sitzt, sondern ein anderes Verkehrsmittel nimmt, der lässt die nicht im Stau stehen, die das Auto wirklich brauchen. Und es wird in Zukunft auch so sein, wenn man in der Peripherie von Magdeburg arbeitet, zwischendurch noch das Kind wegbringen will und dann irgendwie an einer anderen Peripherie dann wohnt, dann wird man auch weiter das Auto brauchen. Das Ziel muss sein, dass möglichst wenig Leute im Stau stehen, dass Verkehr möglichst Lebenszeit verbrät. Und deswegen ja, wir brauchen mehr ÖPNV und mehr Radverkehr. Am Ende hilft das allen. Also für uns sind dabei 2 Sachen wichtig. Erstens, die Menschen in Magdeburg müssen eine ordentliche medizinische Versorgung haben. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Und zweitens, wir wollen, dass öffentliche Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand bleibt. Das gilt auch fürs Krankenhaus. Ob das am Ende die Stadt sein muss oder auch das Land sein kann, da sind wir offener. Für uns ist es wichtig, dass beide Häuser erstmal in eine vertiefte Kooperation einsteigen. Wir erhoffen uns davon einmal Synergieeffekte. Man kann Sachen gemeinsam bestellen, aber auch die Möglichkeit, sich in bestimmten Fachbereichen einfach noch mehr zu spezialisieren. Wie gesagt, am Ende muss es die bestmögliche medizinische Versorgung geben. Ob da am Ende eine stärkere Kooperation oder vielleicht eine komplette Fusion rauskommt, das ist jetzt überhaupt noch nicht abzusehen. Da würden wir uns aber auch noch nicht komplett festlegen. Wichtig ist, die Leute müssen gut versorgt werden
Und das Klinikum bleibt auf jeden Fall in öffentlicher Hand und muss nicht irgendwann an Lameus oder wen anders gehen. Da brauchen wir ehrlich gesagt gar nicht so viele eigene Ideen, beziehungsweise wir haben unsere eigenen Ideen schon einfließen lassen. Es gibt den Rahmenplan Innenstadt, also wer mal googeln will, oder vielleicht können Sie den auch verlinken, der kann mal da reingucken, da sind schon viele gute Sachen drin. Wir haben jetzt gemeinsam mit anderen Fraktionen angeschoben, dass der alte Markt gemacht wird, nicht nach einem großen Wettbewerb, sondern das, was gemacht werden muss. Also wir wollen, dass das ganze Gelände ausnivelliert wird, dass der parkende Verkehr da rauskommt, dass vor der Poller hinkommt, dass wir auch die Möglichkeit haben, hoffentlich den Ratskeller zu beleben, auch eine Außengastronomie da einzurichten. Also, dass das Wohnzimmer der Stadt kein Parkplatz mehr ist, sondern tatsächlich ein Wohnzimmer. Und ansonsten, wenn Sie in den Rahmenplan Innenstadt reinschauen, ist eins meiner Lieblingsprojekte, nee, jetzt muss ich zwei nennen, zwei meiner Lieblingsprojekte, einmal der Parkplatz hinterm Karstadt. Da würden wir uns sehr wünschen und auch gerne konstruktiv begleiten, dass da was passiert. Und das zweite ist das komplette Gelände zwischen Bahnhofsstraße und Bahnhof. Da sieht der Rahmenplan sowas wie eine grüne Lunge vor mit ganz vielen Möglichkeiten, Freizeitaktivitäten auch für Jugendliche. Auch eine Kulturbrücke rüber zum Ravelin 2, also nach Stadtfeld. Das wären so die drei Sachen, die ich mir gut vorstellen und wünschen könnte. Und wenn wir das die nächsten 5 Jahre wenigstens anfangen könnten, das wäre cool. Also ein guter Stadtrat ist dann ein guter Stadtrat, wenn er gemeinsam ohne viel Federlesens das Beste für die Menschen in Magdeburg macht. Meine Erfahrung ist allerdings in den letzten 10 Jahren, dass das auch so ist. Wenn man sich das von außen die Sitzung anguckt, hat man möglicherweise bisweilen einen anderen Eindruck. Aber da sitzen zum Großteil viele engagierte Menschen, die ihre Freizeit dafür opfern, dass die Stadt nach vorne geht. Und ich hoffe, dass im nächsten Stadtrat auch viele, ganz viele engagierte Menschen sind, mit denen man vernünftig reden kann, dann darf auch gerne mal ein bisschen Theaterdonner dabei sein, aber das wäre für mich ein guter Stadtrat.